Ja, ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Part bei Familie Winter. Ja, letztes Mal war das letzte Date. Alle vier Herren hatten jetzt die letzte Chance, die Naomi nochmal voll von sich zu überzeugen. Es tut mir leid, ich habe wieder alles offen. Deshalb hört man das öfteren mal hier ein Auto lang fahren oder mal Rettungsdienst, was in letzter Zeit sehr oft vorkommt, leider. Und ja, es ist halt sehr warm, deshalb habe ich alles offen. Ich hoffe, du störst dich daran nicht, denn heute ist die Entscheidung. Die meisten Kommis, die kamen, haben gesagt, du entscheide für dich selbst, wen du für die Naomi am passendsten findest, der für dich am besten in die Familie passt, den du denkst, der passt, den kannst du gut spielen. Und das habe ich mir jetzt auch sehr zu Herzen genommen. Nochmal vielen Dank für die Kommentare. Ich werde aus meinem freien Herz entscheiden. Die Herren sind alle super, super lieb. Vielen Dank an Sandra und Christa für die Sims und die Lina. Genau, jetzt hatte ich es beinahe vergessen. Es tut mir leid, Lina. Es ist noch sehr früh. Deshalb, ja. Ja, ich bin immer noch sehr nervös. Die Naomi ist hier schon und ist startklar und ist ein bisschen auf Flirty-Kurs, so wie es hier gerade aussieht. Ja, wie schon gesagt, sie hat extrem abgenommen. Aber ich kann es versprechen, sie hat keinen Insta-Schlank-Trank oder wie dieses Ding heißt genommen. Sie hat, ich habe sie auch nicht irgendwie runtergecheatet. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir waren mit Charlie joggen. Und ich hatte den Eindruck, dass das ein bisschen verbuggt ist eventuell, weil sie über Stunden joggen gegangen ist, der Preston auch. Ich finde, es steht ihr super gut. Sie hat mir auch sie hat immer noch ihre Kurven, jetzt halt ein bisschen schlanker und trotzdem ihre Kurven. Sie war auch vorher schon so eine Hammerbraut. Ihre Füßchen, oh, ich liebe diese Schuhe. Ich mag diese offenen Pantoletten. Sind das Pantoletten? Ich weiß gerade gar nicht genau. Aber ich würde jetzt sagen, wir reisen mit der Naomi auf das Grundstück, wo die Entscheidung, ja, gefallen wird. Ich hatte mir das bisschen so überlegt, dass ich nicht so viele sage, sondern lieber die Sims bisschen agieren lasse, wo ich mir dann vielleicht unsicher bin, ob das so richtig rüberkommt, werde ich vielleicht was dazu sagen. Ich wollte das aber eigentlich so die Entscheidung so zu so einem kleinen musikalischen Video zusammenschneiden. Ich muss am Ende gucken, wie ich es genau mache, deshalb lass dich überraschen. Aber jetzt werden wir erstmal hinreisen. Ich habe ein super, super, super schönes Grundstück von der lieben Sandra alias Minimi Sims Paradies bekommen. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Sie macht so schöne Let's Plays. Familie Castaway, Familie Junk und Familie Kalelaie. Oh Gott, Sandra, tut mir leid, wenn ich den Namen jetzt falsch gesagt habe. Dann hat sie noch eine neue Rainbow World sich jetzt erstellt. Alles ohne CC, total cool. Da erstellt sie jetzt so Familien in den Rainbow-Farben. Die ganzen Städte in den Farben und da hat sie super coole Grundstücke gemacht. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, für mich ja auch ein Grundstück zu machen. Hat sie dann auch. Da ist alles drin, von Fitness zu Restaurant. So, sie sind umgezogen. Ich habe sie jetzt alle ganz schick angezogen. Immerhin ist es ja ein sehr wichtiges Ereignis, deshalb sie dürfen sich richtig schick machen. Naomi ist schon sehr gut drauf, würde ich sagen. Ich glaube, sie freut sich endlich, die Entscheidung zu haben. Und das ist dieses super coole Grundstück. Ich finde es einfach so schön. Ich kann es nur wiederholen. Ich hoffe, die Sandra hat es für alle zugänglich gemacht. Es ist zwar CC dabei, aber zu 90%, wenn nicht sogar 95%, ist es CC-frei. Und ich finde es so schön. Wir haben hier so einen schönen Wellnessbereich. Auch hier noch so mit Sportecke. Und hier geht es dann auch Richtung Bar. Also wirklich super cool. Sie können hier Tischkicker spielen. Das Spiel von Batu, was sie spielen können. Hier ist eine Karaoke-Bar. Hier unten haben wir dann so ein bisschen Diskothek, wo man Piano spielen kann. Verschiedene Sitzecken. Und hier ist dann dieses coole Restaurant. Also Sandra, dieser Grundriss ist wirklich der Hammer. Ich finde den so geil. Also Hut ab. Wirklich, ich bin so begeistert. Ich werde dieses Grundstück noch sehr, sehr oft nehmen. Ich hoffe, ich darf es auch natürlich für die anderen Let's Plays nutzen, weil da ist wirklich alles drin, was man braucht. Und das ist einfach das Coole daran. So, wie schon erwähnt, hat das letztens mit dem Essen nicht so geklappt. Ich habe es jetzt noch auf Restaurant, deshalb würde ich sagen, wir bitten jetzt einfach mal um einen Tisch. Und hoffen, dass das halt alles so klappt. Ich werde dann auch schon versuchen, was zu bestellen. Auf jeden Fall hat das geklappt. Koch ist noch nicht da, der steht noch hier draußen. Aber ich würde sagen, wir setzen uns mal alle zusammen hin. Und dann kann die Naomi mal für den Tisch bestellen. Das Essen geht natürlich jetzt auf uns. Als Dankeschön für die tollen Dates, dass die Herren sich bereit erklärt haben. Es sind ein paar Kinder wieder gealtert.
dass sie halt sich auf das Date eingelassen haben. Beziehungsweise auf das, jetzt haben sie sich alle wieder umgezogen, die Herren. Auch geil. Ich ziehe sie extra um, dass sie dann schick in ihren Anzügen und so sind. Und was machen die Herren? Ziehen sich erstmal wieder um. Nee, ich mache für Tisch bestellen. Der Mike unterhält sich direkt schon mit ihr. Voll cool. Und dann kannst du dich hier auch mal mit dem Flynn. Okay. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich ihnen auch schon kein alkoholisches Getränk gegeben, weil ich einfach nicht möchte, dass sie sich wie die letzten Mönchens benehmen. Deshalb bekommen sie alle einen Apfelkuchen und einen Orangensaft. Dürfen sie essen. Falls sie Hunger haben, dürfen sie sich natürlich selbst nachbestellen. Das ist überhaupt kein Thema. Und wir versuchen dann einfach mal ein bisschen die Konversation zu beginnen. Jack, setzt du dich auch hin? Aber ich glaube, dass das diesmal ein bisschen besser. Ich dachte gerade, das wäre die Christa. Aber es ist zum Glück nicht die Christa. Ich habe gerade im ersten Moment einen Schreck bekommen, warum die Christa schon Seniorin ist. Weil die haben ja an sich genau dieselbe Lebensspanne wie hier unsere aktiven Sims. Auch wenn sie in dem Sinn inaktiv sind. Also mit diesem hellgrünen Bob. Plumbob oder wie dieses Gedöns nochmal heißt. Okay, unser Essen ist bestellt. Das läuft schon mal gut. Ich hoffe, dass das nicht zu lange dauern wird. Mike macht schon Liegestütze. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen. Die Herren sind alle super, super lieb. Christa, vielen, vielen Dank für den Mike, dass du ihn erstellt hast. Er ist ein super, super lieber Typ. Wie gesagt, sie verstehen sich alle mit deiner Omi. Sie verstehen sich alle mit den Kindern, was mir persönlich eigentlich am wichtigsten ist. Denn wenn er in die Familie kommt, er hat nun mal dann 7 Stiefkinder, Kinder, die er halt neben sind halb adoptiert. Das ist halt nicht ohne, also das kann auch nicht jeder. Deshalb, also ich bin sehr begeistert. Jack ist von der lieben Lina, auch an dich nochmal, Lina. Vielen, vielen Dank. Flynn ist einer von mir. Und dann haben wir hier noch den Jerry von der lieben Sandra. Sandra, vielen, vielen Dank auch für dich, an dich, beziehungsweise für den Jerry. Alle super, super liebe Sims. Sie haben sich super bei den Dates geschlagen. Und ich kann es nur immer wiederholen. Es ist einfach schön. Ich freue mich so, dass ich so viele Kandidaten bekommen habe. Und wir suchen uns einfach mal, wir warten auf unser Essen. Anzügliche Blicke. Wow. Nicht schlecht. Jerry. Naja, also sie gucken sie alle an. Auf jeden Fall der Flynn. Anzügliche Blicke. Wie süß. Ich finde das so süß, wie die Sims manchmal interagieren. Mike, du kannst dich gerne auch hinsetzen, gell? Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Flynn an. Und okay, diesmal hat es geklappt. Gut, dann machen wir das anders. Keine tiefgründige Unterhaltung. Wir setzen uns zusammen hin und essen jetzt mal was Schönes. Dass die jetzt einfach essen in Ruhe. Okay, jetzt kommt der Flynn und der Jerry zurück. Mike erzählt schon direkt mit ihr. Das Wetter ist nicht gut, gell? Ich versuche das mal zu ändern. Wir machen es auf bewölkt. Muss ja nicht die Sonne unbedingt. Oh Gott. Das ist das, was ich, wovor ich Angst hatte, dass die bei einem Gruppendate anfangen zu flirten. Das hat der Jack jetzt mitgekriegt, dass sie den Jerry angeflirtet hat. Deshalb möchte ich eigentlich so schnell es geht zur Entscheidung, dass da wirklich sich jetzt nicht auf den letzten Drücker noch irgendwie rum, da jetzt noch Streit entsteht. Der Mike hat fertig gegessen, der. Oh, er hat's auch gesehen. Es tut mir leid, Jungs. Das war wirklich nicht beabsichtigt. Wirklich, es war nicht beabsichtigt. Es tut mir leid. Ja, die Naomi hat dem Flynn jetzt gesagt, dass sie ihn super, super lieb findet, er ein absolut toller Kerl ist. Aber es zwischen ihnen einfach nicht zu 100% passt.
Ihr fehlt da einfach noch viel zu viel. Aber sie wünscht ihm alles, alles Gute, dass er eine super liebe, schöne Frau findet, mit der er glücklich wird. Und ja, somit ist der Flynn raus. Der romantische Balken ist weg. Naomi und Flynn haben sich entschieden, ihre romantische Beziehung ausklingen zu lassen. Okay, somit ist der erste schon raus aus dem Rennen. Wir werden den Jerry jetzt nochmal versuchen, freundschaftlich zu umarmen, um ihn einfach nochmal unsere tiefe Dankbarkeit auszudrücken. Und er sagt so, ist für mich voll in Ordnung, Naomi. Nein, 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 nein. Es wird sich jetzt nicht abgeknutscht. Nein. Nein, es wird jetzt sich nicht abgeknutscht. Nein. Oh Leute, ihr macht mich fertig. Ich weiß, es hat so ein romantisches Grundstücksmerkmal, aber ihr müsst euch jetzt nicht hier abknutschen, übereinander herfallen. So, Naomi, dann würde ich sagen, setzt du dich einmal kurz hin. Oh, das gibt's doch nicht. Jedes Mal aufs Neue. Also, Leute. Ja, es tut mir so, so leid, aber der Jack hat's auch in dem Sinne nicht geschafft. Jetzt wollen sie sich schon wieder ein bisschen abknutschen. Nee, nee, es wird sich nicht geküsst, bitte. Auch für mich hat's leider beim Jack nicht gereicht. Ist ein super, super lieber Kerl. Die Dates waren so schön. Er hat sich auch super mit den Kindern vertragen, aber die verstehen sich super gut, sie haben viele gemeinsame Interessen, aber es ist nicht schlussendlich das, wo ich mir denke, ja, das könnte es in dem Sinne wirklich werden. Sie haben jetzt auch gesagt, sie bleiben gute Freunde und Naomi hat ihm nochmal gesagt, es war eine super, super schöne Zeit. Hab vielen, vielen Dank, dass du dich so engagiert hast für dieses Date, dass du versucht hast, alles zu geben. Er wird dann auch sich eine eigene Familie gründen dürfen, sich eine Frau suchen oder vielleicht auch einen Mann suchen, je nachdem, wie er sich vielleicht orientiert oder neu orientiert. Jetzt sind nur noch zwei Kandidaten im Rennen. Der Mike, von unserer lieben Christa erstellt worden. Und der Jerry, von unserer lieben Sandra erstellt worden. Beide unterschiedliche Typen denn je, aber auf beide wirklich super Verlass. Sie sind zu den Dates gekommen. Jerry voll Gas gegeben. Beim allerersten Date hat er sie direkt geküsst. Ich glaube, erst unter Mistelzweig hat sie gemacht. Und dann hat er das sogar nochmal gemacht gehabt. Obwohl da überhaupt kein romantisches Merkmal. Also das kam wirklich voll von ihm. Der Mike, bisschen schüchtern, aber dann auch den Kuss zugelassen. Wirklich super, super schöne Dates. Und jetzt, ja, geht es zur Entscheidung. Leider ist mir der Jerry jetzt wieder abgehauen. Eben ist der Mike abgehauen gewesen. Aber wir machen das jetzt so einfach. Der Mike bekommt jetzt sein Ja oder sein Nein. Wir schauen einfach mal, wie der Omi sich entschieden hat. Sie erhält jetzt nochmal eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm, umarmt ihn nochmal und dann erfahren wir, wie es sich entschieden hat. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, keiner ist sauer, wie die Entscheidung schlussendlich gelaufen ist. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ja, es tut mir wirklich so, so, so leid, Christa. Aber der Mike ist ein super, super lieber Typ. Versteht sich super mit den Kindern.
Nur auch hier hat es mir in dem Sinne nicht gereicht. Und ich hoffe, du verstehst das. Der Mike wird trotzdem immer zu Besuch kommen dürfen, einer unserer besten Freunde sein. Und ich hoffe sehr, dass er die Frau seiner Träume findet, mit ihr ein super Leben führen kann. Damson New? Murph! Ja, die Entscheidung ist gefallen. Wir machen jetzt mal Pause, bevor die mir hier irgendeinen Unsinn treiben. Und zwar hat die Naomi sich für den Jerry entschieden. Ich bin so happy. Ich habe mir wirklich viele, viele Gedanken gemacht, viel darüber nachgedacht. Ich bin ganz ehrlich, er hat mich so umgehauen bei dem allerersten richtigen Date in diesem kleinen Louvre von mir. Er hat sich getraut, sie zu küssen. Sie hat sich getraut, ihn zu küssen. Und das hat mich damals so umgehauen und tut's heute auch immer noch so. Und ich denke, es ist die richtige Entscheidung. Wie gesagt, die Herren sind super lieb. Wir werden weiterhin mit denen in Kontakt bleiben, wenn wir irgendwelche Partys feiern. Die einladen zur Hochzeit zum Beispiel, wenn wir die irgendwann feiern, dürfen sie natürlich auch kommen. Und ich denke, unser süßes Traumpaar, was wollt ihr denn jetzt machen? Go over family, was bedeutet das jetzt? Kann er nochmal Zukunftspläne machen? Und ich finde, die beiden sind so ein süßes Paar. Und ich denke, es ist die richtige Entscheidung. Die Naomi hat einen Partner. Sie hat ihn direkt gefragt, ob er ja ihr Freund sein möchte. Die beiden sind jetzt ein festes Paar. Und ich freue mich darüber so, so sehr. Und ja, die Entscheidung ist, der Jerry rennt gerade irgendwo hin, dem ist aber auch aktuell nicht so gut irgendwie, der rennt als weg. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, war es das für diese super schöne Folge. Ich würde sagen, die Naomi macht jetzt nochmal ein Selfie, um einfach diesen Tag festzuhalten. Einfach mal ein Selfie machen mit ihren Gefühlen und ich denke, die Naomi ist super happy mit dieser super großen Entscheidung. Die Entscheidung war wirklich nicht leicht, kann ich nur so sagen. Ich habe mir wirklich viele, viele Gedanken gemacht, aber ich denke, man sieht es an ihrem Gesicht. Sie ist super happy und sie hat einen Partner. Sie hat jetzt aktuell einen festen Freund. Ich kann es dir hier nochmal zeigen. Gut, die anderen sind halt alle hier jetzt drin, weil sie halt nun mal einen romantischen Balken hatten. Aber wir gehen mal ins Profil. Er ist gut, ein Geek und familienbewusst. Aktuell ist er arbeitslos. Sandra, wenn du die Folge dann siehst, würdest du mir bitte mal sagen, was der Jerry als Job bekommen soll. Wenn wir ihn nämlich dann irgendwann in den Haushalt holen, darf er gerne einen Job ausüben. Und sie sind Liebende. Verliebt sein ist einfach wunderschön. Sie sind beste Freunde zudem und sie findet ihn als sehr attraktiv. Absolut happy mit der Wahl. Ich denke, unsere Naomi auch. Deshalb würde ich sagen, reisen wir jetzt nach Hause. Und ich hoffe, du bist mir nicht böse mit der Entscheidung, dass du es nachvollziehen kannst. Wieso, weshalb, warum. Aber für mich ist der Jerry einfach der Typ, der perfekt in die Familie passt. Beziehungsweise sie wären alle super. Ja, ich bin wirklich mega, mega happy über diese Entscheidung und denke, es ist auch eine gute Entscheidung gewesen. Und ja, wir lassen uns jetzt einfach weiterhin überraschen, was Familie Winter für uns parat hat, wie alles weitergeht, wann was passiert. Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass die Belle trächtig ist, dass wir vielleicht kleine Hundewauzis durch die Gegend laufen haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann direkt am Montag wieder, denn es gibt jetzt eine komplette ganze Woche, also nicht eine ganze Woche, sondern Sonntag bis Freitag, eine komplette Winterreihe. Familie Winter ist am Start und ich denke, das wird super, super cool. Ich habe mir verschiedene Sachen überlegt, die ich gerne machen möchte und werde natürlich da mein Bestes geben, das so rüberzubringen. Und das hat einmal was mit Jerry zu tun, aber wir werden auch einiges mit den Kindern machen, denn wir haben immerhin Samstag. Und ja, ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen. Schau gerne in die nächste Folge rein. Lass mir gerne Feedback da, wie du die Folge fandest, wie du die Entscheidung fandest, ob der Jerry wirklich der Richtige ist. Werden wir dann sehen, wie die weiteren Treffen verlaufen, wenn sie sagt, du möchtest du vielleicht bei uns ins Haus einziehen. Das wäre doch viel einfacher und viel schöner, direkt zusammen. Das werden wir dann alles sehen.
Wie gesagt, die anderen Herren bleiben alle bei uns hier im Leben. Die bleiben alle mit der Naomi befreundet. Wir werden die dann zu bestimmten Festen einladen, wie schon erwähnt. Sie werden nicht komplett rausgelöscht. Ich werde sie dann halt als ungespielt machen, damit sie wirklich sagen können, okay, sie suchen sich jemanden Neues für ihr Leben, dürfen auf Partnersuche gehen. Ich würde es mir nämlich wirklich sehr wünschen, dass diese anderen Sims, ich meine, der Domi ist schon verheiratet, genau, der ist mit der Valentina zusammen. Ha, ich kann es nicht oft sagen, die Naomi ist jetzt mit dem Jerry zusammen, die sind ein festes Paar und ich bin so froh, dass dieses Mini-Kapitel, kann man es vielleicht so sagen, fertig ist, dass wir es geschafft haben. Und bevor die Folge jetzt noch länger wird, halte ich bitte meinen Mund. Wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende. Freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest. Und würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.